Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Ich weiß übrigens gar nicht, wo wir weitermachen. Ich habe schon eine ganze Weile wieder nicht mehr gespielt. Ich bin gespannt. Ach ja, ach, hier waren wir schon. Ich dachte, wir hätten die Geistergeschichte noch nicht gehabt. Doch, die haben wir schon gehabt. Wir sind bei Ashley. Ich muss mir jetzt übrigens Gedanken machen. Wie, also beziehungsweise nicht, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich wen so gerne abkratzen lassen möchte. Ashley, für Ashley habe ich was Besonderes mir gedacht, nämlich unten in der Höhle, wenn sie die Stimme hört. Bei Chris bin ich mir noch nicht so sicher. Emily weiß ich auch schon, was ich gerne möchte. Und den Rest entscheide ich wohl spontan. Ne? Achso, wir sollen hier quatschen? Dann quatschen wir. Chris, ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Es passt nicht zusammen. Was passt nicht zusammen? Alles davon, der Psycho, all das verrückte Zeug, das hier abgeht. Ich habe das Gefühl, wir übersehen etwas. Sowas wie der gemeinsame Nenner. Ich weiß, was du meinst, aber ich meine, wer weiß, was das ist. Monster! Ja, du hast ja recht. Der gemeinsame Nenner ist unlogischer Fantasiekram. Ich muss euch einmal dazu sagen, falls ihr findet, ich bin in der Aufnahme vielleicht ein bisschen entweder zu ruhig oder ein bisschen baller, daneben, unkonzentriert, was auch immer. Ich bin noch ein bisschen krank. Ich habe also schon wieder krank. Ich habe mich schon wieder bei jemandem angesteckt und liege schon 4 Tage lang nur auf der Couch mit Fieber und Übelkeit und und hier und da. Oh, hallo, Ashley. Und ja, das wollte ich euch nur einmal sagen. Ich kann aber einfach nicht mehr auf der Couch rumliegen. Ich muss jetzt einfach mal wieder ein bisschen was machen. Irgendwas, was nicht ganz so anstrengend ist. Und ich finde zusammen mit euch eine Runde. Wir lassen alle abkratzen bei Until Dawn. Ist da eigentlich ganz gut? Ja, den Hinweis kennen wir ja schon. Das war Josh, der da so Sachen gesteuert hat, ne? Das wissen wir. Die Puppe, die er gesteuert hat und den ganzen komischen Scheiß. Der hat die hier noch nicht gekriegt, oder? Ich glaube, ich möchte diesmal Ashley erschießen. Oh Mist, hätte ich da hinten noch ein Totem gefunden, was ich letztes Mal auch nicht gefunden habe. Shit. Ach nein, ich möchte die diesmal trennen, ne? Das möchten wir sehen. Ich will wissen, was passiert, wenn die sich trennen. Ich hoffe, ich kann dann überhaupt... Ach, guck mal, da unten ist jetzt Sam durch. Guckt, seht euch das an. Da unten sind jetzt die Augen von Sam durchgekratzt. Beim letzten Mal waren es doch, hier, Emilys Augen, oder? Da ist jetzt Josh, Ashley, Chris, Mike und da oben ist Jessica. Aber ich habe das... Ich meine, was ist das, eine verdammte Todesliste? Gott! Nicht ganz geschnallt. Wartet mal. Ich möchte mir hier mal nochmal die Charakterzüge angucken. Ah ja, Ashley ist jetzt noch weniger hilfsbereit. Warum? Was haben wir gemacht? Sie ist jetzt aber ehrlicher. Wem hat sie denn nicht geholfen? Sie ist weniger witzig, weniger tapfer, weniger romantisch, aber mehr neugierig. Das finde ich seltsam. Komm, leg mal hier einen Schritt zu, bitte. Ach ja, das war der Projektor, ne? Mit dem... Ja, huch, mit den Videos von Hannah und Beth. Der war schon an. Hallo? Oh mein Gott. Echt, oh Gott. Gott, was hast du wirklich getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen. Ach, komm schon. Der hat das dumme Streich. Wer hat die denn da so aufgenommen? Irgendwie unangenehm, oder? Das gibt's auch noch auf Video. Ja, wer war denn das? Ist da so... So was? Er ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Lebendig ist die immer noch, ihr Lieben, auf die ein oder andere Weise. Wow. Ach stimmt, irgendeiner stand doch da hier mit so einem Selfie-Stick, ne? Mit der Handykamera. Wir sind mal reuelos, war halt nur ein Streich. Was stellen die sich alle so an? Und wie alle anderen. Hannah, tut mir leid, Hannah. Es scheint dir Spaß gemacht zu haben. Ich wusste nicht, was passieren würde. Es war eine Dummheit, Chris. Und bestimmt hätten wir es nicht tun sollen, aber ich habe sie doch nicht rausgejagt in den Wald.
kannst dir so schön reden. Hör zu, sie wollte es so. Was können wir denn dafür? Biatch! Genau, sie wollte es so, ganz bestimmt. Oh, Chris, 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 Chris! Was ist denn hier los? Ash, Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, ich hätte Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde fliegt runter, hier was runter. Hör mir doch einfach mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich da zieht nur aus. Jemand seine ja, Spielchen mit uns ab. Denk mal nach, Geister benutzen keine Kameras, sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das! Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Vielleicht hast du recht. Also, mal ohne da... Also, ich meine, wir wissen ja, wer es war, aber es ist ja schon logisch, dass der das Spielchen mit denen treibt, oder? Eigentlich. Wobei, ich dachte ja auch... dass da ein Geist ist, der, der den helfen will. Dass Hennas Geist den helfen will. Da war ich ja auch nicht so ganz abgeneigt von diesem Gedanken. Weil das Ganze halt nun mal so echt aussah, dass es mir ein bisschen komisch vorkam, dass Josh das mit einer Puppe machen konnte. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, nein. Komm schon. Chris. Was? Aber da ist jemand. Ich glaube, ich hab's hergesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los. Ich möchte diesmal die Bewegung untersuchen. Ich komm gleich nach. Sam. Ash. Chris. Chris, tschüss, hilf, Ashley. Ja, genau. Leucht noch ein bisschen mit der Taschenlampe dahin. Guck mal, da hat uns wer entdeckt. Sollen wir uns jetzt bewegen oder nicht? Spielen wir das Shake-It-Spiel oder nicht? Okay, das kommt nicht. Nicht erschrecken. Kommt bestimmt. Der schreckt mich bestimmt. Oh, ist das böse. Hey, schleppt er die Puppe einfach mit. Oh mein Gott. Was ist dieses Ding? Es ist eine Puppe, okay? Aber sie... Warum trägt sie... Trägt sie Sams Sachen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wo zum Teufel ist die hergekommen? Aus dem Kühlraum. Ja. Woher auch sonst? Warum hast du sie mitgebracht? Hättest du mir sonst geglaubt? Und die ist, naja, kein gutes Zeichen. Für Sam? Für keinen von uns, aber ja, vor allem für Sam. Shh, wir haben größere Probleme als das. Was meinst du? Der Psychopath, Chris, ich habe ihn gesehen. Was? Oh, wo ist er hin? Keine Ahnung, wir müssen leise sein. Er muss noch ganz in der Nähe sein. Super. Nein. Sam? Da ist Sam. Ja, ruf noch ein bisschen weiter durch die Gegend. Das ist besonders schlau. Diesmal hat er sie ja gekriegt, ne? Ist euch mal aufgefallen, dass diese Puppe genauso aussieht wie die Wendigos? Was ist das denn für ein Zufall? Ich meine, der Josh wusste doch nichts von den Viechern, oder? Wieso sehen die genauso aus? Ich möchte diesmal, glaube ich, in diesen Raum hier gehen. Das ist das letzte Mal. Ach, da ist eh abgeschlossen. Ja, geil. Wir haben diesmal, glaube ich, auch keine Schere, um den niederzuballern, oder? Nee, ne? Haben wir, glaube ich, nicht. Oh, Chris! Oh, nein! Hallo? Sam? Oh, oh! Sam! Chris! Ist sie tot? Wo bin denn ich? Sie ist nicht tot! Woher weißt du das? Sie atmet noch! Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh. Was zur Hölle hat sie? Oh, nein, das ist übel. Oh, guck mal übel. Da. Wir müssen sie hier rausschaffen. Oh, Chris. Oh, shit.
okay, das ist diesmal etwas unspektakulär. Wir können ihn nicht mit der Schere verletzen, also hau da uns auch keiner auf die Fresse. Aber, ja gut, dass er uns kriegt, war klar, ne? Die Szene muss ja nun mal kommen. Oh, shit. Oh, Mist. Ash? Ash! Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Vielleicht ist Chris diesmal jetzt nicht so wütend auf Josh, weil, wir sie, weil er sie nicht geschlagen hat. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein! Oh. Du perverses Stück Scheiße! Monster! Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris! Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen... Also ich erschieß sie jetzt. Es ist so unfair! Oh. Ach komm, halt die Bubble jetzt. Mir was sagen? Chris, es ist zu spät. Chris... Was soll das bringen? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt? Ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Herzschmerz bei Until Dawn. Chris! Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen... Oh Gott! Ashley, ich hol dich hier raus! Ich lass dich nicht sterben! Oh no, meine kleinen Versuchskaninchen! Oh Scheiße! Hab keine Angst! Oh, das solltest du auch, Ash! Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Oh mein Gott, nein! Nein, nein, Chris! Doch, doch, Chris. Ashley, doch! Ich lass sie noch ein bisschen leiden. Chris! Machst du noch ein bisschen mehr? Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Stopp! Ach, komm, halt die Klappe. Oh mein Gott! Tschüss, Ashley! Du hast deine Trophäe erhalten. Ich glaube, sie wird uns jetzt nicht mehr küssen und sie wird uns wahrscheinlich auch nicht mehr die Tür aufmachen. Bist du zu weit gegangen? Ach was? Siehst du das nicht? Hä? Dieser Folterporno muss ein Ende haben. Folterporno! Zu weit gegangen ist! Ach so rum. Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hm? Ich habe eine schicke Maske auf. Die ist sehr besonders, finde ich jetzt. Du bist krank. Ein krankes Schwein! Du hast da was an der Stirn. Was hast du ihn angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Hast du doch gesehen. Psychopath! Ich frag mich da, wer da der Psychopath ge... Oh, was bisher geschah bei Until Dawn? Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Was zum Teufel? Nein! Nein! Emily! Lass los! Weg! Schick. Shit. 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 Kapitel 7. Gewalt. Und diesmal hockt Sam wirklich auf dem Stuhl. Sam, wach auf. Mike, bist du das? Shh. Was? Komm hierher.
Aber gut, ist ja sportlich, die kriegt das hin. Los, nochmal. Geht ganz schön fies, zerschrammtes Knie. Au. 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 Los, los, los. Ach so. Jetzt nochmal. Ach, hier, was... Was? Gar keine Ahnung. Das war gerade ein bisschen seltsam. Oh Mann, waren die Dinger fest. Oh mein Gott, sei Dank, bist du hier. Okay, geht's dir gut? Müssen mal gucken, hier geht man, packt, die backt gleich mit dem Kopf so ein bisschen durch die Wand. Das ist total witzig. Wo ist Jessica? Wir fragen mal, wo Jessica ist. Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot. Was? Ermordet, Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Und ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes einzeln. Das sind doch nur zwei. Geh doch schnell. Der Typ, von dem du sprichst, er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Ich voll durch die Wand durch. Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Aber klaro können wir das, Mike. Leute, ich muss mal ganz kurz ein Schlückchen trinken. Ich muss auch die ganze Zeit gähnen. Das ist furchtbar. Moment. Vielleicht hilft das mal. Wenn man einmal gähnen muss und man will es, man darf es eigentlich nicht, dann muss man. Das kann man nicht mehr unterdrücken. Das ist total furchtbar. Total furchtbar, kennt ihr bestimmt. Aber Hauptsache, die Fußnägel sind noch perfekt lackiert. Kann ich eigentlich auch ohne Mike gehen? Okay, ohne Mike kriegt sie die Tür nicht auf. Das ist klug gemacht. Also ich muss sie leider mitnehmen. Na gut, wir sind mal nicht so, ne? Der muss ja für uns nachher noch die Drecksarbeit machen. Hey. Gott, siehst du schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Ich finde schon. Würdest du mal? Er ist auf jeden Fall mit Sicherheit dann abgelenkt und das gibt doch bestimmt eine Sekunde, um abzuhauen. Klar doch. Wie er lunzen will. Mike, die kleine Sau. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das... Wein? Doch, ich konnte wählen. Ashley musste sterben. Mehr oder weniger. Nein, 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 nein! Geh weg! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind? Nein. Ich meine echt jetzt? Was sind Platzpatronen? Ja gut, das haben wir ja gewusst, ne? Das konnte sie... Spielen wir jetzt mit Emily? Ja! Ja! Ja, ja, oh ja! Gott. Das ziehen wir jetzt auch noch durch. Oh mein Gott! In dieser Folge. Matt. Ich hoffe so, dass das klappt, wie ich das gerne hätte. Aber ich muss mich doch ein bisschen konzentrieren. Nee. Oh Scheiße! Nee, Quatsch, das klappt heute leider nicht mehr. Verdammt! Weil Emily spielen wir ja nur bis zu dem Zeitpunkt... bis sie erwischt wird vom Feuer-J-Joe-Dingsbums. Na, ihr wisst, wen ich meine. So. Ups. Oh, das war nicht mal Absicht, dass ich das falsch gemacht habe. Ich wollte zwar wissen, was dann passiert, aber das war mir nicht spektakulär. Aber gut, das Seil geht erst kaputt, wenn ich den richtigen Knopf drücke. Das ist natürlich sehr dankbar.
Shit! Shit! Gott, die macht mich jetzt schon wieder wahnsinnig. Mist, ich hab dich mal getroffen. So, und jetzt liegt noch ein Stündchen rum, mach ein Nickerchen, während das Zeug von oben kommt. Ah, das hatten wir ja letztes Mal schon, ne? Ich könnte mich aber jedes Mal darüber aufregen, wenn ich die Szene sehe. Komm, Emily, bleib sitzen. Bleib sitzen. Passiert gar nichts. Das ist alles nur in deinem Kopf. Bleib einfach sitzen. Mist. Ach nee, die kann ja immer noch nicht gesteuert werden. Die muss ja erstmal ihr 600-Euro Gucci-irgendwas-Ding kaputt reißen. Oh Gott, das waren 600 Mäuse. Wo auch immer die das da ab... Das war mein Lieblingsteil. Wo auch immer die das da abgerissen hat, ne? Von der Farbe her müsste es die Jeans sein, aber so lockerflockig reißt man mal keinen Bund von der Jeans ab. Und ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Huch, schon wieder die falsche Taste. Aber wir können ja hier mal gucken, was ist denn so... Ach, guck mal, Ashley. Nee, Ashley, nicht Ashley. Emily ist guter Dinge mit Matt. Wobei, der wollte sie ja diesmal auch retten. Dafür muss er ja dran glauben. Sie ist ehrlicher, hilfsbereit, hat sich nicht geändert. Sie ist weniger tapfer und ansonsten hat sich hier fast gar nichts geändert. Mit Josh ist sie ein bisschen besser dran, warum auch immer. Warum auch immer. So, wir drücken mal auf die Tübe drücken... Taste, das war schwer. Aber sie läuft nicht schneller. Emily, lauf schneller! Hallo? Hallo? Matt? Ja, da hinten steht die Lore, das kenne ich noch. Oh Gott, Emily, bitte, lauf schneller. Das ist echt anstrengend mit dir. Sehr sogar. Komm schon, du schaffst es. Du schaffst es. Die läuft nicht schneller, ne? Die macht mich gerade ein bisschen irre. Okay, es ist natürlich ein bisschen blöd. Das sind natürlich solche Szenen hier. Die werden ein kleines bisschen langweilig, wenn man weiß, was kommt. Wenn man weiß, dass nichts passiert. Das ist selbstverständlich auch schwierig für euch. Das verstehe ich. Deswegen machen wir ja extra ein paar längere Folgen, um möglichst viel einfangen zu können. Da der Spannungsfaktor ja nicht mehr so. Tada! Mein Gott, jetzt leg doch mal einen Zahn zu. Okay, wir gehen direkt zur Leiter. Was war eigentlich da hinten? Von Interesse? Nee, das war nur die Stecheuhr. Boah, die war jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Okay, wir gehen jetzt direkt zur Leiter, krachen dann sofort durch den Boden und latschen weiter. Die läuft nicht schneller. Hätte die mal eben auf mich gehört, ne? Geht gar nicht. Ach, guck mal, ich kann mich hier noch so ein bisschen umgucken, aber auch nicht wirklich viel. Bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass sie mir das extra anzeigen müssen. Und tschüss, Emily. Dafür könnt ihr euch jetzt aber nochmal dran erfreuen, wie Emily jetzt ausrastet, weil sie im Raum der 1000 Schädel gelandet ist. Das ist schon ein bisschen witzig gewesen, finde ich. Die Menschen hier sind grausam unten gestorben und du hast nichts anderes zu tun, als das abartig zu nennen. Biatch! Na komm schon. Und durch hier. Nee, das ist nicht Matt. Na los doch. Gottes Willen, das hätten wir auch sofort angezeigt bekommen können. Okay. Hier habe ich letztes Mal verkackt reinzugucken. Das mache ich jetzt aber nochmal schnell. Damit ihr das noch seht.
Ein altes Foto. Was sagt uns das? Huch! Oh, ey, wie ich das hasse. Ach komm, dann gucken wir direkt hier. Ein Foto eines Bergarbeiters namens Billy Bates mit... Billy Bates klingt wie Norman Bates, nur mit Billy. Mit seiner Familie auf der Rückseite. Liebster Billy, komm schnell nach Hause von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Luise. Nur 2 Küsse. 3 sind nicht mehr in Mode. Gut, haben wir... Alles tutti. Gibt's hier noch ein Totem? Ich habe keins gesehen. War hier noch eins? Ja. Nee, das ist dieser blöde Helm. Total schräger Bergarbeiterhelm in einer alten Mine voller toter Bergarbeiter. Sowas von schräg. Wir springen mal. Ich konzentriere mich. Hui, das war knapp. Ich hab fast wieder die falsche gedrückt. Eine andere Reihenfolge als beim letzten Mal. Wir springen zur Leiter. Nein! Mist! Jetzt geht das schon wieder los. Kabel im Weg. Ist schon anstrengend, oder? Wir springen nochmal. So. Geschafft, Leute. Geschafft. Die können also leider gar nicht sterben, wenn die da runterklatschen. Ist natürlich sehr realistisch. Wenn die von ganz oben da runterfallen, dass sie sich nichts tun, aber naja. Für die Spieler, für die diese Quicktime-Events vielleicht, es gibt ja Leute, für die ist das gar nichts. Die kommen da, die haben, so ein Reaktionsvermögen halt einfach nicht. Ich bin da auch relativ, also für mich ist es auch schwer. Gerade auf der Konsole, also hier mit Pad und so. Für die wäre es ja dann gemein, wenn sie dann das Spiel nicht spielen könnten, weil sie den Spielern ständig die Beine brechen. Von daher verstehe ich schon, dass das so sein muss. So, verabschiede dich von deinem Handy. Und dann gehst du aber bitte schnell weiter. Ich habe nämlich keinen Bock, hier ewig rumzuhängen. Na komm schon. Emily, lauf doch mal. Komm schon, Emily. Verplumpte Scheiße. Ja, ja. Wenn ich so zickel. Okay, okay. Okay, okay. Scheiße, shit. Die läuft auch schon so ein bisschen so, als hätte die keinen Bock mehr. So vorne über. Ich frage mich, wo man das da jetzt gesehen hat. Jetzt nimm doch die Fackel. Wofür muss ich dafür extra noch drücken? Mein Gott. Ich hab's verstanden. Ich bin da. Wo der Strom ist. Also wo der Strom schaltet. So, wir haben endlich Licht. Ja, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger. Okay, dann ab hier geht's. Auch zum Aufzug. In... Oh, komm schon, ey. Warp-Geschwindigkeit, bitte. Jetzt hängt die sich da auch noch irgendwo dran fest? Nein, ich bin nicht ungeduldig. Es ist ja... Ich tue nur ein bisschen so. Sie ist natürlich schon anstrengend, wenn überhaupt gar nichts passiert. Das Tote mir kennen wir schon, ne? Ach komm, wir heben es nochmal gerade auf. Einfach nur so. Guck mal, wie hübsch das bemalt ist. Mit Käferchen. Ah ja, das kennen wir. Das haben wir schon, im ersten Spieldurchlauf gefunden. Ärgert mich immer noch, dass ich übrigens so wenige nur gefunden habe, obwohl ich eigentlich... Gut, es gibt gewisse Stellen, die habe ich nachher, konnte ich nachher einfach nicht mehr abgehen, weil ich aus Versehen dann irgendwo runtergesprungen bin, weil sie es mir nicht angezeigt haben und so ein Scheiß eben. Ja, aber dass mir dann anscheinend so viele gefehlt haben. Matt! Bist du da, Matt? Matt wird nicht mehr kommen. Matt wird nie wieder kommen. Ja. Ja.
Nein. Ganz ehrlich, dass sie darüber so lacht, ne? Dass sie da nicht hochkommt, ist doch, das sieht man doch von Anfang an. Kein Mensch kommt da hoch. Ohne gescheite Ausrüstung. Selbst dann ist es schwer. Okay. War hier vorne noch was, was wir beim letzten Mal nicht gesehen haben? Moment. Doch, das kennen wir schon. Das ist das Foto von Hannah. Und da vorne lag auch irgendwas von Hannah. Wir gehen aber direkt mal weiter. Hier nebendran, da rechts, guck, da waren die eingemeißelten Tage von Hannah. Aber Herr Bess Kopf möchte ich mir trotzdem nochmal angucken. Ach, der ist hier gar nicht, ne? Was war denn hier? Ach, nur das Grab. Okay, da war das Kreuz, wo Beth drauf stand. Also Beth in Buchstaben B-E-T-H. Aber hier war die gar nicht begraben, ne? Die war doch ganz woanders begraben. Was ich eh seltsam finde, die sind da abgestürzt. Das Grab war ja später bei dieser Wassermühle. Mal da ganz davon abgesehen, dass die Leute hier in diesem Tal ein paar Stunden brauchen, um aus der Mine rauszufinden. Und das sind mehrfach Leute, die da unten sind und die tatsächlich wieder rausfinden. Ah, wobei. Das ist so ekelhaft. Oh Gott! Oh Gott, Ben! Oh Gott, Ben, nein! Und vor dem Schatten habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Stimmt, Hannahs. War das so? Bei Hannahs Bein war, glaube ich, gebrochen. War das so? Habe ich das letztes Mal rausgefunden oder habe ich das bei irgendwem anders gehört, gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Im Übrigen habe ich vor, in diesem Durchlauf Josh zu retten. Und ich hoffe, dass das, was ich gesehen habe, was man machen muss, um ihn zu retten, dass das klappt. Also, dass es reicht. Ich hoffe es wirklich, weil das, was dann passiert, ist echt cool. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und dann seinen Tod haben wir ja schon gesehen. Wir möchten es ja diesmal ein bisschen anders machen, ne? Wir möchten ja möglichst viel coole Sachen von dem Spiel kennenlernen. Also ich möchte das. Oh, komm schon, jetzt mach! Nein! Doch! Oh Gott, bitte komm nicht näher. Oh. Ich hab vergessen, das Shaking-Lied zu singen. Komm wieder her. Shake, shake, shake it, shake it, shake it, shake it. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das macht nichts. Upsi! Oh, bin ich auf die Fresse gefallen? Das war Absicht. Ach komm, wir zünden das trotzdem nochmal an. Macht eh keinen Unterschied. Der kommt trotzdem. Und jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn wir umdrehen. Ob wir uns selber umdrehen, ob sich uns der Magen umdreht oder ob wir da nur ein Stück Holz umdrehen sollen. Oh Gott. Oh Gott. Da kommt er schon. Ach, ich habe die Möglichkeit anscheinend gar nicht. Ach so, weil ich eben Zeit verloren habe und auf die Nase gefallen bin. Ich verstehe. Josh! Josh! Oh, oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Oh, doch, kommt, ich. Kommt, kommt, kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert. Phantasmagorische. Oh, ein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Pavlovschen Panik? Was? Das Blut. Ich meine Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine,
Der Scheiß war sauteuer. Und alles ohne Probe. Nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich For meine, the YouTube Money. Unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Und Matt auch. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Badabum. Diesmal ist sie wirklich tot. Als wir sie gefunden haben, war ihr Kiefer herausgerissen. John, wirklich? Das ist doch völlig verrückt. Halt die Fresse. Chris! Bro! Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Ja. Wir machen hier jetzt nochmal eine klitzekleine Pause. Es geht dann in der nächsten Folge weiter mit dem kurzen Dialog mit Josh und dann endlich mit Emily. Ich freue mich so, das wird cool. Ich hoffe jedenfalls, dass das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ich möchte das nämlich unbedingt sehen. Ich möchte nichts verraten, aber so wie ich das gerne hätte, wird es sehr blutig, sehr fetzelig, also sehr viel Emily-Matsche und so. Und ja, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ihr Lieben, ich danke euch an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.